In den letzten 2 Jahren haben wir gelernt, wer in wichtigen Positionen eine andere Corona-Meinung vertritt als die geltende, der gerät schnell unter Druck und ist im Zweifel auch seinen Job los. Da machen Universitäten keine Ausnahme. Ausgerechnet dort, wo Wissenschaft im Diskurs entstehen soll, scheint Diskurs nicht mehr so richtig erwünscht. In Leipzig wurde einem Arzt die Lehrerlaubnis entzogen, weil er nicht impfen wollte. In Wien schasste die Med-Uni den kritischen Mediziner Professor Sönnigsen, um nur 2 zu nennen. Wenn an Unis keine abweichenden Meinungen mehr gelten, was bedeutet das für die freie Forschung, die freie Lehre und das freie Denken? Mein Gast hat da einschlägige Erfahrungen gemacht und die Akademie der Denker gegründet. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Professor Dr. Maximilian Ruppert. Hallo Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Diplom-Ingenieur und Professor für Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Ingolstadt. Sie haben in München studiert und an der Universität der Bundeswehr promoviert. In München haben Sie auch gelehrt. Sie waren außerdem in der Industrie tätig und haben als Unternehmer 12 Jahre lang die Firma CSI Entwicklungstechnik geleitet. Jetzt haben Sie die Akademie der Denker mitbegründet mit dem Ziel, Menschen zu eigenständigem Denken zu inspirieren. Bevor wir über Ihre Akademie sprechen, Sie haben zu Beginn Ihres Wintersemesters jetzt in Ingolstadt im Hörsaal gesagt, Sie würden nicht akzeptieren, wenn Studenten wegen ihres Impfstatus diskriminiert werden, auf eine Minderheit einzuprügeln, sei unanständig. Davon gibt es auch ein Video auf YouTube. Wie hat denn die Uni reagiert? Ja, also zunächst einmal besteht die Uni ja aus meinen Studentinnen und Studenten in erster Linie, für die bin ich ja da. Und sie besteht aber darüber hinaus natürlich auch aus Kolleginnen und Kollegen und einer Behörde im Hintergrund. Und die Unterschiedlichkeit kann man nur so unterstreichen, wie ich es jetzt auch dargestellt habe, dass es eben unterschiedliche, wie nennt es ja immer im Wirtschaftsingenieurwesen, Stakeholder gibt. Zunächst einmal gab ja das eine Reaktion der Studierenden, wie wir sagen, zuvor. Also ich habe diese Äußerung getätigt, das ist richtig, aber die kam ja nicht von mir allein, sondern das war eben ein Schmerz, den mir meine Studierenden eben kundgetan haben. Also ich würde mal sagen, die waren echt in Panik, in Aufruhr, sie waren verzweifelt. Ich habe Anrufe bekommen, ich habe auch Besuche bekommen am Institut bei uns. Und viele E-Mails sind mir eingegangen, wo ich eben diese Verzweiflung gespürt habe. Und deswegen habe ich auch nochmal ganz eindringlich gesagt, das muss aus meiner Sicht immer eine freie Entscheidung bleiben. Und ich habe auch noch gesagt, da gibt es auch eine Aufzeichnung dazu, die auf YouTube etwas viral ging, relativ, wo ich auch nochmal gesagt habe, dass viele Entscheidungen, die wirklich wichtig sind im Leben, auch in der Industrie, das wird man als Wirtschaftsingenieur später dann auch merken, werden nachweislich aus dem Bauche heraus getroffen. Und deswegen sage ich immer, es ist gar nicht so schlecht, wenn man mal ein bisschen auch auf sein Bauchgefühl hört. Das ist auch meine persönliche Erfahrung und meine Entscheidung, das eben sozusagen, die ist durchaus aus dem Bauch aus auch getroffen worden. Ich hatte ein gutes Bauchgefühl dabei, eben mich so zu äußern. Und ich habe nach wie vor bei allen Dingen, die danach passiert sind, immer noch ein gutes Bauchgefühl dabei. Naja, die Frage war natürlich, was ist danach passiert? Genau, also es gab dann noch eine weitere Aktion, wo wir damals als Studiengangleiter, damals war ich noch einer für Wirtschaftsingenieurwesen, aufgefordert wurden, dass wir den Johnson-Impfstoff als Revaccinate für die ausländischen Studierenden empfehlen, vor allem die nicht aus Europa stammen, weil die bräuchten dann nur einen Jab und wären dann quasi frei und könnten bei uns studieren. Und dieser Kampagne habe ich mich nicht angeschlossen. Ich habe eine nette Mail geschrieben an einen kleinen Verteiler, was dann ziemlich weit verteilt wurde offenbar, wo ich gesagt habe, ich bin einfach Ingenieur. Sie haben mich ja vorgestellt als Ingenieurwissenschaftler. Der bin ich, dazu stehe ich, da kann ich was dazu sagen, aber bei Medizin bin ich raus, da kenne ich mich einfach nicht so gut genug aus, um da eine Empfehlung aussprechen zu können. Ich möchte auch nicht in die Verantwortung gebracht werden, hier ein Medikament zu empfehlen. Das waren die 2 Dinge und danach ging es los, dass ich einen Anruf gekriegt habe, ein paar Tage später, beziehungsweise es war ein Telefonat,
Und in diesem Telefonat ist mir dann gesagt worden, dass ich angeblich ein Impfgegner sei oder sogar immer noch ungeimpft. Zitat Ende. Und deswegen sieht man mich nicht mehr gerne im Kollegium. Vor allem soll ich nicht mehr in Präsenz in den Fakultätsrat kommen. Das habe ich auch dann nicht mehr gemacht, weil wenn ich ausgeladen werde, bin ich nicht so unhöflich und gehe dann trotzdem rein. Das heißt, Sie dürfen jetzt, obwohl Sie dort ordentlicher Professor sind, nicht mehr im Hörsaal unterrichten? Nein, also ich darf schon unterrichten, das ist mir gestattet. Also da habe ich nichts Gegenteiliges bis heute gehört. Es ist nur so, dass damals der Wunsch eben aufkam, dass ich als jemand, der angeblich als immer noch ungeimpft galt, nicht in Präsenz in dem Fakultätsrat erscheinen soll. Das war also die Prämisse. Und daran habe ich mich auch ganz brav gehalten. Sie haben vorhin gesagt, als Sie noch Studiengangleiter waren, sind Sie jetzt keiner mehr und hat das mit diesen Vorfällen zu tun? Also die erste Frage kann ich mit einem Ja beantworten. Ich bin kein Studiengangleiter mehr, mit sofortiger Wirkung abgesetzt per E-Mail am 12. Januar diesen Jahres. Mit der Begründung? Die Begründung ist ganz offiziell, das kann man machen, wenn das Vertrauensverhältnis gestört ist. Ich weiß aber nicht mehr, ich habe bis jetzt kein Gespräch bekommen, weder vom Dekan noch von der Hochschulleitung zu diesem Thema. Ich weiß die wahren Hintergründe nicht. Der zweite Teil Ihrer Frage, da kann ich nur eine Vermutung anstellen, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Das ist aber Mutmaßung meinerseits und eine freie Meinungsäußerung, die ich hier kundtue. Aber Sie haben schon den Eindruck, dass an Ihrer Uni Kritik an den Corona-Maßnahmen oder an der Corona-Politik nicht unbedingt erwünscht ist im Kollegium? Also ich habe ja keine Kritik geübt. Ich habe ja nur meine Meinung kundgetan und gesagt, dass also die freie Entscheidung wichtig ist. Das ist ja keine Kritik an Maßnahmen. Aber das ist auch schon nicht wirklich erwünscht. Darauf will ich hinaus. Freie Meinungsäußerung ist möglich, aber sie ist dann nicht erwünscht, wenn es nicht den Vorgaben entspricht. Genau. Ist Ihre Uni da ein Einzelfall? Also mittlerweile durch auch jetzt, dass ich dann, ich muss ja sagen, ich bin vielleicht ganz deutlich gesagt, ich bin sehr dankbar, dass das so passiert ist, weil seit dem 8. Oktober, wo eben dieses Telefonat war, bin ich dann doch aktiv geworden. Manche sagen, ich wäre aufgewacht. Ich weiß nicht, ich habe vorher auch nicht gepennt, so ist es jetzt auch nicht. Aber ich bin dann durchaus aktiv geworden, habe mich noch mehr vernetzt als sonst. Bin auch schon gut vernetzt gewesen, kenne sehr viele aus den Universitäten, aus meiner eigenen Hochschule, aus anderen. Und die Geschichten häufen sich und sie sind teilweise wirklich so, dass ich 2, 3, 4 Mal nachfragen muss, weil ich zunächst nicht glauben kann, was da alles passiert an, an Konsequenzen der freien Meinungsäußerung. Drücken wir es mal so aus. Es ist wirklich teilweise hanebüchen. Also, das heißt, es ist auch Kollegen, also anderen Professoren an anderen Unis so ergangen wie Ihnen oder immer? Ganz ähnlich. Also die Geschichten, die häufen sich. Es vergeht keine Woche, wo ich nicht so eine Geschichte höre. Und ja, das ist so. Kann man nur so stehen lassen. War das vor Corona auch schon so, dass man zu bestimmten Themen keine abweichende Meinung haben durfte? Also man darf durchaus abweichen. Ja, man darf das natürlich, man muss nur die Konsequenzen dann ertragen. Ja, genau. Logisch, wir sind doch im freiesten Land, das je gab hier auf der Erde oder auf dem Fleckerl, wo wir jetzt sind. Nur hat es halt Konsequenzen, klar. Und die Konsequenzen werden immer fieser, immer brutaler. Mein Eindruck ist, und der erhärtet sich eigentlich schon immer mehr, nicht erst seit Corona, das war vorher schon so, man darf zu gewissen Themen eigentlich auch gar nicht mehr schweigen. Ja, da ist dann zum Beispiel so eine Situation, wo jemand am Tisch sitzt und ganz laut und alle anguckt und sagt, wir brauchen doch Zuwanderung. Und dann schaut er so. Ja, und dann muss man schauen, dass man vielleicht irgendwie gerade was isst oder was trinkt und abgelenkt ist, weil wenn man dann nicht aktiv klatscht und jawohl, brauchen wir und ohne die ist unser Land kaputt und so weiter, dann ist man nämlich schon verdächtig. Das ist so mein Eindruck. Aber wie gesagt, das ist ein Gefühl von mir, wiederum ein Bauchgefühl, das ich hier äußere. Nur wenn ich das dann mal jemanden flüsternd, leise erzähle, weil laut ist es nicht mehr so richtig gut, kommt nicht mehr so gut an, dann höre ich eigentlich immer in 9 von 10 Fällen, ja verdammt, Max, du hast recht, mir geht's genauso. An meiner Hochschule, an meiner Universität, an meiner Institution, in meinem Betrieb, egal wo man hinhört. Das ist wirklich tatsächlich so. Also wird so wahrgenommen. Ich bin da nicht alleine.
Seit wann ist das so? Ich habe ja immer gedacht, die Universitäten seien so der Hort des freien Denkens und der freien Lehre und der Forschung. Da bin ich wahrscheinlich naiv, aber Ja, ich weiß, das ist mir auch. seit wann ist es nicht mehr so? Ja, also ich kann, Frau Peradovic, ich kann es nicht an einem Datum festmachen, aber es ist wahnsinnig schwer, da jetzt zu sagen, da gab es diesen Aufschlagspunkt oder dieses Ereignis, und plötzlich ist es dann so gewesen. Das ist so nach und nach passiert. Es ist auch so eine Art Spirale, die nach unten geht, was diese freie Meinungsäußerung oder die Konsequenzen derselbigen eben ausdrückt. Und zwar nehme ich wahr, dass man blöd angeguckt wird, wenn man irgendwas Schräges sagt. Das war vielleicht von vor 20, 30 Jahren so, aber es hatte keinerlei Konsequenzen. Dann im nächsten Schritt hat man es vielleicht auch schon sein lassen, als Scham irgendwas, was schräg ankommt, zu sagen. Dann wurde weniger, was schräg ankommt, ich sag's, ich verklausuliere es mal so, ja, gesagt. Und dadurch sind die konformen Stimmen immer lauter geworden. Dadurch, dass die immer lauter wurden, haben sich dann auch immer weniger wieder getraut. Und mittlerweile ist es schon so, dass gewisse Leute an gewissen Orten überhaupt nicht mehr erscheinen, da gar nicht mehr hingehen. Die sind einfach gar nicht mehr da, weil sie sagen, ich sag doch sowieso was Falsches oder ich will das mir auch gar nicht mehr anhören, diesen totalen Quatsch, den man da irgendwie vorgegeben kriegt. Das meine ich gar nicht mit diesen Corona-Maßnahmen, sondern das ist eigentlich zu vielen Themen. Eigentlich zu fast allen, die ein bisschen außerhalb der reinen Fachlichkeit gehen, an der technischen Einrichtung vor allem. Haben Sie den Eindruck, die Unis folgen der Politik, der Regierungspolitik? Ja, aber sicher, zu 100%, um Gottes Willen. Also wir sind ja eine staatliche Einrichtung und da wird teilweise habe ich das Gefühl, es werden noch mal 20% draufgesetzt, je weiter das nach unten durchgereicht wird. Ich weiß gar nicht, ich habe ja keine E-Mails gesehen vom Staatsministerium, aber ich kriege dann sozusagen die nächste Ebene mit von der Hochschulleitung und dann kommt die nächste Ebene drunter von Dekanat und dann von den Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das so ähnlich ist wie ein Kopiergerät, wo man mal eine Kopie über drauflegt und legt dann das, was man kopiert hat, wieder drauf und es wird immer schwächer, immer wässriger, sondern das ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Ich habe das Gefühl, jeder will quasi schon im vorauseilenden Gehorsam sein und zeigen, dass er das verstanden hat, was da vorgegeben ist und das dann auch pflichtbewusst umsetzen. Gegen Pflichtbewusstsein habe ich ja nichts. Aber es führt letztendlich dazu, dass es eigentlich, egal was da vorgegeben wird, es werden immer noch mal 10%, 20% noch mal draufgetan. Und das Ergebnis ist dann fatal. Mir hat eine Studentin erzählt, dass ein Professor im Hörsaal gebrüllt hat: Lasst euch gefälligst impfen, verdammt noch mal! Ja. Wahnsinn, ja. Und dann, das ist mir dann berichtet worden, wo ich dann gesagt, okay, das ist aber nicht so, dass dem das von sich aus einfällt. Er hat selber wahrscheinlich wahnsinnig Angst, sich anzustecken. Das ist völlig in Ordnung, wenn jemand aus Angst überreagiert. Aber es ist auch eine Kaskade an Kette einer Macht dahinter, die dazu führt, die sowas befeuert. Und das ist jetzt, was ich mitgekriegt habe, jetzt nicht ein Kollege, der, sag ich mal, jetzt halt ansonsten sehr laut ist. Ja. Viele, die jetzt, oder die man eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen hat, da denkt man sich, wusst, dachte, den gibt es auch noch. Die sind jetzt halt wirklich laut und stark und mächtig oder ermächtigt worden durch diese Kaskade an Macht, die von oben nach unten immer mehr multipliziert wird. Das ist eigentlich der Eindruck, der nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern der mir von Kolleginnen und Kollegen von Universitäten auch vor allem wiedergespiegelt wird. Jetzt Studenten, deren einziges Verbrechen es war, sich eben nicht impfen zu lassen, die sind im Herbst an vielen Unis vom Präsenzunterricht ausgeschlossen worden und mussten sich dann von manchem Rektor noch anhören, dass sie mal überdenken sollten, ob sie überhaupt an eine Uni gehören. Und dafür gab es auch jede Menge Applaus, auch im Netz, bei Twitter von anderen Professoren und so weiter. Was offenbart sich da für eine Gedankenwelt? Ja, es ist einfach eine schleichende, immer dominierender werdende Obrigkeitshörigkeit. Mein Eindruck ist, wenn ich sowas höre, und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich sowas höre, das ist jetzt nicht an meiner Hochschule vorgekommen, zumindest habe ich davon nichts mitgekriegt, aber sehr wohl an anderen Einrichtungen ist mir das genauso widergespiegelt worden. Und da habe ich schon das Gefühl, dass hier eine Obrigkeitshörigkeit auch erzeugt wird. Ob das bewusst oder unbewusst gemacht wird, ist mir auch völlig wurscht. Ja. Das Ergebnis ist fatal und das stelle ich fest. Man
muss funktionieren. Und das von Kindesbeinen an, das ist dann, geht ja an der Uni eben weiter auch. Ja? Man hat die Aufgabe zu funktionieren. Bloß nicht selbst denken, bloß nicht irgendwie, ich würde es jetzt fast, hätte ich jetzt gesagt, querdenken. Ja? Das ist ja heute ein Schimpfwort. Früher hat eine große bayerische Automobilfirma Plakate aufgestellt, Querdenker gesucht. Davon wollen sie heute gar nichts mehr wissen. Ja? Wer war das? BMW oder was? Und alle Zulieferer und so weiter in der Industrie machen auch die Kampagne mit. Und hinterm Rücken beschweren sich die Mitarbeiter und sagen, das ist unerträglich. Ja? Man kann überhaupt nicht mehr aus der Reihe tanzen, sag ich mal so. Das ist das Ergebnis. Das hat ja nichts nur mit der Uni zu tun. Nur, Sie haben es vorhin erwähnt, eigentlich, ja, und da bin ich auch voll der Überzeugung, müsste die Universität der geschützte Raum sein. Ja, und eigentlich sind doch genau deswegen, also so war ich immer im guten Glauben, vielleicht bin ich auch total naiv, deswegen sind doch eigentlich auch Universitätsprofessoren oder Hochschullehrer sind doch verbeamtet, weil diese Verbeamtung doch genau davor schützt, dass man eben nicht abhängig ist von einem industriellen Geld, dass man eben unabhängig ist, dass man seine Meinung veräußern kann, dass man auch mal auf gut Deutsch sagt, einen raushauen kann, vielleicht unüberlegt, noch nicht bewiesen. In der Wissenschaft nennt man das eine Hypothese aufstellen. Ja? Und da braucht es einen geschützten Raum dafür, weil jede Hypothese ist am Anfang noch nicht geprüft. Und wie hat es Albert Einstein, besser kann man es nicht formulieren, wie hat er es gesagt, ja? Wenn am Anfang eine Idee nicht ein Skandal ist und letztendlich schlecht geredet wird, dann wird daraus niemals eine Innovation. Ja, und da hat er verdammt nochmal recht. Und ich mache mir Sorgen, dass an gerade technischen Universitäten und Hochschulen wir gar nicht mehr zu Innovationen kommen, wenn wir so weitermachen. Weil ich habe noch nie erlebt, sagen Sie mir bitte, eine technische Errungenschaft, eine gesellschaftliche Errungenschaft, eine Philosophie, ein neuer Denkansatz, der dadurch entstanden ist, dass man konform ist und im Gleichschritt genau das marschierend macht, was einem vorgegeben ist, diesen Gleichtakt. Es ist immer das Gegenteil gewesen. Man verletzt den Gleichschritt, man stört den Gleichtakt, man macht eine neue Melodie, um es mal in dem Volk der Musiker, Dichter und Denker mal zu sprechen. Man macht was Neues, ja, und jeder sagt, boah, was ist denn das für ein Schmarrn, würde man vielleicht in Österreich sagen, oder ein Schmäh, ne, in Wien, schöne Grüße nach Wien, aber es ist, am Anfang löst es mindestens Irritationen aus, und das sage ich immer, das habe ich jetzt in meinen fast 12 Jahren auch Geschäftsführer in Mittelstand, in der technischen Entwicklung auch gesagt, gebt nicht auf, wenn der Kunde, wenn ihr selbst unsicher seid, wenn der Kollege, die Kollegin sagt, boah, was ist denn das? Das ist echt schräg. Ja, dann bleibt dran. Dann könnte das echt was Tolles werden. Ja? Genau, so ein Pferd mit Motor. Was für ein Unsinn, ne? War ja auch mal. Unglaublich, ja. Genau, oder die Erde ist rund. Ich bin ja Ingenieur. Da steckt das Wort Engine drin, also Motor. Wenn man überlegt, Karl Benz, er hat zwei Dinge gehabt. Ja. Er war Verrückter, das muss man mal sagen, im besten Sinne des Wortes. Und er hat seine Frau, die Bertha, gehabt. Die, ich habe wahrscheinlich immer dem Nachbarn gesagt, mei, der Karli, der spinnt heute, gell? Und er spinnt ein bisschen, ja, und kracht auch laut, aber lasst ihn einmal weiter spinnen, der macht da schon was Gescheites drauf. Und sie hat den Mut gehabt, ist auf das Ding draufgestiegen und losgefahren und hat gesagt, wow, das funktioniert. Ja, also heute hätte er keine Chance mehr. Bei der Cancel Culture, wenn man das auf Neubayerisch sagt, da hätte doch der gar keine Chance mehr. Ja, er hat doch jedes Gesetz gebrochen. Karl Benz hat jedes Gesetz gebrochen. Ja, der hat wahrscheinlich auch irgendwelche, keine Ahnung, Corona-Regeln gebrochen, damit er irgendwo nach draußen gehen darf und weiter an seinem komischen Kolben, der vertikal sich bewegt durch Explosion. So ein Irrer. Ja, da sprengt er irgendwas und er bewegt sich so und dann will er aber in die Richtung fahren. Ja, wie irre ist diese Idee denn? Ne? Und jetzt fahren wir mit dem Auto damit. Kann man also generell sagen, dass Innovationen nie von Konformisten, sondern eigentlich immer von Nonkonformisten kommen? Ja, also wirkliche Innovationen. Ich habe ja eine Vorlesung auch im Masterkurs bei uns in der TH. So. Und da geht es um Innovationsmanagement. Und meine eingehende Frage ist immer, ich hätte gern, also ich gebe eine Hausaufgabe auf, da schauen die Master ran schon, wieso gibt der mir eine Hausaufgabe auf? Wir sind doch gar nicht in der Schule. Ich mache es trotzdem, weil da wissen sie schon, ich mache einen rechten Schmarrn und sage so, bis zur nächsten Stunde möchte ich von jedem mindestens eine Innovation, die wirklich technisch die Welt verbessert hat, wo man quasi genau das getan hat, was Vorgabe war. Und dann frage ich die nächste Stunde, und, hat jemand einen Beitrag? Dann gucken sie mich alle an. Ich sage, ja.
Hausaufgabe erfüllt. Ich habe auch keinen. Ich weiß nichts. Bis heute kann mir keiner sagen, gibt es irgendeine technische Errungenschaft überhaupt, ja, wo man das getan hat, was Vorgabe war. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen das wieder. Wir brauchen ein Klima, wo man sagt, ich mache es anders, einfach nur, weil ich es anders machen möchte. Genau, und dafür sind ja Professoren an Hochschulen, also die auch Forschung betreiben, ja eigentlich die Richtigen. Sie haben es gerade gesagt, die sind beamtet. Das soll auch zu ihrem Schutz dienen. Jetzt stellt sich aber die Frage, es wird ja häufig über Drittmittel an Universitäten diskutiert. Ja. Wie unabhängig kann man denn heute überhaupt noch forschen an einer Uni? Wie ist das? Also da erlaube ich mir jetzt nicht ein umfassendes Urteil, weil ich jetzt an der Uni nicht forsche. Aber ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung vor, oh, das ist schon jetzt ein bisschen zeitlang her, 25 Jahre etwa, wo ich eben an der Universität auch geforscht habe, und da war das auch ein Drittmittelprojekt, und da war Forschung auf jeden Fall möglich. Sie sagten es ja eingangs, wo Sie mich vorgestellt haben, das war an der Bundeswehr-Universität. Und da gab es schon auch richtig mal ja, fachliche Diskussionen, die auch mal laut wurden. Und es war auch gewünscht, es war auch in Ordnung. Also da habe ich Forschung erleben dürfen. Es hat schon funktioniert. Der Drittmittelauftraggeber, der hat auch mitgeforscht. Das war natürlich schon auch ein Riesenvorteil. Der hat also auch fachlich sind ich interessiert, und er war ergebnisoffen. Also ich habe wahrgenommen, dass das Ergebnis offen war. Und ich sagte, ja, lieber machst du noch mal ein Jahr die Grundlagen. Wir wollen das schon fundiert wissen und probier dich doch da mal aus in dem Gebiet. Probier mal diese Software aus. Da gibt es was Neues auf dem Markt. Sag ich, ja, das ist aber einfach noch mal teuer. Macht nichts, aber das müssen wir trotzdem wissen. Ja, und jetzt trägst du mal vor in Tel Aviv, dann trägst du mal vor in Berlin-Strausberg, dann habe ich oder in Thessaloniki in Griechenland. Ich sage, oh, das ist nicht zu so teuer, weil ich bin ja aus einem sparsamen Haushalt aufgewachsen, und da musste ich als Student ja immer jeden Cent umdrehen und mir mein Essen selber verdienen. Und dann habe ich gesagt, nee, der fahr da hin, geh in die Öffentlichkeit, diskutiere das, hau da mal einen raus und sag, ja, ich bin noch unsicher, ich weiß gar nicht, ob das alles noch so richtig ist, ob ich habe es noch nicht richtig erforscht. Ich war damals noch nicht so selbstbewusst und sicher, aber ich habe irgendwie gefühlt, dass meine Universität mir damals diesen Vertrauensvorschuss und diesen sicheren Raum, nicht nur den Ort, sondern insgesamt einen Forschungsraum, egal wo der stattfand, gegeben hatte. Und da bin ich heute noch dankbar dafür. Und wenn ich das erzähle, dann gucken mich oft mal Kolleginnen und Kollegen von Universitäten an und sagen, wir machen nur noch Auftragsforschung, das Ergebnis bekannt, wir müssen das bestätigen. Also so wird es mir wiedergespiegelt. Tatsächlich, also Ja. auch, also da kommt jemand und sagt, hör zu, das hier ist das Ergebnis, hier habt ihr das Geld und jetzt beweist ihr mir das? Ja, vom Prinzip läuft es genau so. Also es ist wirklich Teil, also ich weiß Fälle, wo es so ist. Das hat nichts jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, das ist generell, global, überall so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, wie soll ich sagen, ich kenne halt jetzt immer mehr Leute, auch durch die neue Akademie, die mir das so genauso berichten und sagen, sie haben auf Deutsch gesagt, ich zitiere einfach mal, ich habe keinen Bock mehr, Max, ich schmeiß jetzt hin, das ist mir einfach zu blöd, ja, ich habe einen anderen Ansatz, und dann heißt es, na, schauen Sie dann lieber da, das ist nicht das, was wir wollen, ja. Ein Kollege zum Beispiel, habe ich selber mitgekriegt, der hat vor Jahren bereits mal das Thema Elektromobilität in Frage gestellt. Er hat nur gesagt, ist das wirklich so nachhaltig, ist das nicht umweltschädlicher nach jetzigem Stand der Erkenntnisse? Allein durch seine Fragestellungen haben sie ihn dann schon auch kritisiert. Das ist ja okay, Kritik ist gut. Aber man hat schon gemerkt, dass er eigentlich relativ schnell alleine gelassen wurde. Er hat dann trotzdem weitergemacht und das erforscht und hat es auch wirklich nachgewiesen, dass das wirkliche Umweltdrecksschleudern sind, diese Elektroautos nach Stand heute. Das heißt ja nicht, dass so bleibt. Aber wenn man jetzt was Schlechtes nicht auf die Lichtung bringt, damit es später eine Chance hat, gut zu werden, dann bleibt's schlecht. Und bei Elektromobilität, da erleben wir alle, dass das nicht nachhaltig ist. Da werden seltene Erden eingesetzt. Da wird auch viel in der Prozesskette zur Entstehung gemacht. Da möchte ich gar nicht von Kinderarbeit sprechen. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber auch das Recycling von diesen Sachen, die Nachhaltigkeit der Batterien, das sind alles für einen Ingenieur, dem ist nichts so schwer, ne? Alles lösbare Aufgaben. Das kriegen wir Ingenieure in den Griff. Aber da muss aber auch politisch inkorrekt das Zeug mal auf den Tisch und sagen, das ist momentan
sind es Dreckschleudern. Das ist unmöglich. Wir kriegen auch gar nicht die Infrastruktur zustande momentan. Wir müssen da was tun. Aber das Gefühl ist schon, dass wenn einer sowas in Frage stellt, dass es, das heißt, ah, das ist ein, keine Ahnung, vielleicht sagt man bald Elektromobilitätsleugner, ja. Also das Wort Leugner, das hört man auch bei allen Themen mittlerweile. Mhm. Und das ist das, was mich echt nervt. Bei allem, also zum Beispiel einer, der bei uns mitdoziert in der neuen Akademie, in der Akademie der Denker, das ist ein einer, dem sie vorwerfen, er wäre ein Klimaleugner. Also wenn ich jetzt da mal rausschaue aus dem Fenster, ich sehe ein Klima. Also sprich, das Wetter über längere Zeit. Also ich kann doch nicht das Klima leugnen, das macht ja auch kein Mensch. Ich kenne keinen Klimaleugner. Aber es ist die Keule, mit der quasi jeder Forschungsansatz sofort erschlagen wird. Und der hält jetzt bei uns eben eine Vorlesungsreihe zum Thema Physik des Klimas. Okay, aber das klingt ja so ein bisschen, als ob Ideologie schlägt Wissenschaft inzwischen. Inzwischen schlägt es wieder um. Wissenschaft schlägt Ideologie. Das ist jetzt der Trend, sage ich mal, unser Motto. Das werden immer. Die Akademie, genau, da sprechen wir jetzt mal über die neue Akademie. Die Akademie der Denker, da steht als Ziel eine Gemeinschaft, die nach Erkenntnis sucht und einen geschützten Ort findet, an dem der Geist der Freiheit wirkt. Verstehe ich das richtig? Ist das ein Gegenentwurf zu den Universitäten? Also Gegenentwurf ist an der Stelle vielleicht ein bisschen zu krass ausgedrückt. Ich kann mir das vorstellen, dass das ein Miteinander werden könnte, wenn man beide Seiten lässt und die Freiheit hat. Davon gehe ich einfach nochmal aus, dass noch eine Ambition da ist, überall, bei den jungen Menschen, bei den Alten, eben, dass man noch eine Liebe zur Freiheit hat. Das postuliere ich jetzt einfach mal. Unter der Voraussetzung kann ich mir Folgendes vorstellen, dass viele Menschen, die eben noch nicht so die Orientierung gefunden haben oder sich vielleicht in späteren Jahren mal neu orientieren wollen, dass die zu uns in der Akademie der Denker kommen, sich da wohlfühlen, einen geschützten Ort zum Austoben finden, zum Kennenlernen vor allem sich selbst, ja, um dann festzustellen, will ich denn überhaupt studieren? Ist denn so eine akademische Laufbahn überhaupt das Richtige oder bin ich eher der Bastler? Ja, das ist doch auch in Ordnung. Ja, es ist ja auch. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, was ist diese Akademie der Denker? Das ist auf jeden Fall ist das eine Online-Akademie schon mal, ne? Genau. Also das ist zunächst mal alles online. Wir werden uns aber auch physisch treffen. Also das ist uns auch wichtig. Und ich wünsche mir von Herzen, dass in einem Jahr spätestens auch hier in einem Akademiehaus unterrichtet wird, wo man sich wieder berühren kann und sieht. Und das so ist, wie sich das eben für Wissenschaften, für echte Wissenschaften gehört. Ja, das Wort Akademie ist bewusst gewählt. Da steckt sozusagen der Anspruch an der Wissenschaftlichkeit drin. Und wir sind nun mal immer, so hat man uns auch weltweit anerkannt, das Volk der Dichter und Denker gewesen. Und wir können es auch wieder werden. Wir haben da eine Chance dazu. Und die Akademie der Denker, die will dazu einen Beitrag leisten im akademischen, wissenschaftlichen Bereich. Das ist mal unsere Mission. Und es geht nicht darum, dass wir hier die Wahrheit vermitteln. Die haben wir auch nicht. Also wenn einer sagt, er hat die Wahrheit, dann hat er überhaupt nicht begriffen, wie antiwissenschaftlich seine Aussage ist. Ja? Was ist denn Wissenschaft? Das ist doch die Suche nach der Wahrheit und selbige wird man niemals finden. Das ist Wissenschaft. Wenn einer die Wahrheit gefunden hat oder auf gut Bayerisch Schlau mit dem Lefi gefressen hat, ja, dann kannst eigentlich aufhören. Dann kannst du sagen, da hast du die Wissenschaft hast du dann aufgegeben, die hast du dann an den Nagel gehängt. Aber das ist doch genau das, was jetzt passiert. Folge der Wissenschaft, wir hören auf die Wissenschaft. Das ist doch das, was jetzt passiert. Das ist aber totaler Quatsch. Also das muss ich sagen, wer sowas wie sowas nachplappert, der hat überhaupt nicht begriffen, was Wissenschaft wirklich ausmacht. Und dieses Nachplappern, das muss auch jetzt mal zu Ende sein. Es kann doch nicht sein, dass man fürs Nachplappern gute Noten kriegt und einen Titel. Das gibt's doch nicht. Deswegen gibt's bei uns bei der Akademie der Denker auch gar keinen Titel, kein Diplom, kein Bachelor, kein Master, nichts, was irgendwie staatlich anerkannt ist. Wahrscheinlich wird es so sein, dass man mit dem Zettel überhaupt nichts, den wir ausgeben, erstmal Irritationen hervorruft. Und dann sehe ich schon, wie der erste Absolvent oder die erste Absolventin sich bei einem großen Automobilisten bewirbt und sagt, ja, hier habe ich was. Und dann heißt, ja, das ist aber irritierend. Und dann sage ich, ja, genau, hat Einstein auch schon gesagt. Und dann gibt es die Diskussion. Und am Schluss werden sie die Dame oder den Herrn einstellen, weil sie gar nicht anders können. Aber weil sie sagen, jetzt haben wir mal ganz kurz konkret, was erwartet denn ein Studenten, eine Studentin, der sich auf ihrer Akademie einschreibt?
Also zunächst mal eine unglaubliche Breite an verschiedenen Fächern. Wir haben wöchentliche Vorlesungen aus den Bereichen Politik und Geisteswissenschaften, aus den Ingenieurwissenschaften selbstverständlich auch, aber auch Medien, Medienrecht, PR und Journalismus, aber auch eine Vorlesung, die 14-tägig stattfindet zum Thema Philosophie der Musik. Aha. Ja. Musik, okay. Immer gibt es regelmäßig jede Woche. Und wer sich anmeldet, kann alle Vorlesungen besuchen? Oder wie läuft das? Es ist wichtig, also das Wort kann, Frau Beradovic, das ist eine Steilvorlage, weil er kann oder sie kann, ja, aber muss nicht und wird auch wahrscheinlich das nicht schaffen. Das Angebot, ich würde mal sagen, das ist diese 100% Angebot, die sind nicht stemmbar für jemanden, der das wirklich auch reflektiert, nochmal in Ruhe auf sich wirken lassen kann. Ich schätze mal, knapp 50% wird man sich, die jungen Menschen sagen es immer so, sich reinziehen können. Habe ich von meinen Kindern gelernt. Ich ziehe mir das rein. Ich sage, okay, früher hat man eine Vorlesung besucht, heute zieht man sich das rein. Na gut. Also ich glaube, so die knapp die Hälfte wird man überhaupt schaffen können, das auch zu verkraften. Das ist aber auch genau das Ziel, dass man wirklich auch, ich sage es jetzt mal so direkt, so einen jungen Menschen oder auch Ältere sind nicht ausgeschlossen, die sich vielleicht dadurch durch unser Studium Generale jung fühlen möchten. Herzlich willkommen. Ja, aber dass die sagen, wow, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich muss jetzt mal erst vielleicht überall reinschnuppern und dann muss ich mich mal finden. Dann muss ich überlegen, was macht mir denn Spaß? Und was ist denn das, wenn einem was Spaß macht? Ich glaube, das können wir beide auch bestätigen, können es jedem mitteilen. Wenn mir was Spaß macht, dann weiß ich, da habe ich auch Talent. Und wenn ich wo Talent habe, macht es mir Spaß. Das sind eineige Zwillinge, Talent und Spaß. Und das muss man aber erst mal entdecken. Und das heißt, es ist so eine Art auch Orientierungshilfe für junge Leute? Genau, das gibt Orientierung. Also im besten Fall wird es so sein, dass jemand weiß, okay, jetzt weiß ich, was mir Spaß macht. Und das geht's. Und da habe ich natürlich auch Talent. Und dann kann es schon passieren, das meinte ich ja mit vielleicht sogar einer Art Symbiose auch zu den jetzigen Einrichtungen, dass man dann sagt, okay, jetzt weiß ich, was ich will. Ich studiere jetzt Physik an der Technischen Universität oder so. Das könnte wieder sein. Kann man sich noch anmelden jetzt fürs Sommersemester? Ja, genau. Das Sommersemester startet mit der Auftaktwoche bereits nächste Woche, am 25. Mhm. April. Und ich habe auch eine Vorlesung wieder. Welt der Ingenieure heißt die. Und die startet am 2. Mai, am Montag. Und wie gesagt, die erste Woche, die ist also unsere letzte Aprilwoche, die ist dann so mal schön zum Reingrooven und zum mentalen Ankommen gedacht mit vielen Informationsveranstaltungen, auch dem Start der ersten Ringvorlesung. Also wir haben immer Montag und Mittwoch ist immer abendlich eine Ringvorlesung zu ganz wechselnden Themen und mit ganz verschiedenen Dozentinnen und Dozenten. Genau, zu denen wollte ich auch noch kommen. Ja. Was sind das denn für Leute, die bei Ihnen lehren? Ich nehme an, freie Denker? Ich gehe davon aus, weil ansonsten würden die Damen und Herren nicht zu uns gefunden haben. Absolut richtig. Sie sind aber nicht nur selber freie Denker, sondern sie genießen das auch und haben Herzensfreude dabei, wenn auch Studentinnen und Studenten mit ihren freien, revolutionären, queren Vorschlägen und Gedanken in den Vorlesungen unsere Dozenten damit konfrontieren. Und dieser Dialog, da freue ich mich und die Kolleginnen und Kollegen Dozenten auch schon sehr darauf. Okay, also man kann sich auf Ihrer Seite anmelden. Ne? Die Akademie der Denker.de steht auch nachher unter dem Video in der Beschreibung. Da kann man sich dann anmelden und ein Studium generell. Was kostet das übrigens? Genau, also wir haben verschiedene Sätze. Der normale Satz ist 450 € pro Semester. Mhm. Wenn aber jemand sagt, okay, ich kann mir das nicht leisten, dann ist der reduzierte Satz 250 € pro Semester. Mhm. Wenn jemand sagt, ich kann mir das auch nicht leisten, dann bitte einfach in die Motivationsschreiben. Das ist uns übrigens das Wichtigste, das Motivationsschreiben. Die Noten, ja, da schauen wir drüber, müssen wir ja, aber da schauen wir nicht gescheit hin. Ja? Aber das Motivationsschreiben, das ist uns wichtig und wir werden das genau lesen und wertschätzen, reflektieren und zwar nicht jetzt ich alleine, um Gottes Willen, ich bin ja in einem großen oder einem schlagkräftigen Team ja auch in dieser Akademie am Start. Und wenn jemand sagt, also ich kann mir das gar nicht leisten, dann wird er bei uns definitiv nicht abgewiesen.
Ja, uns geht es nicht darum, jetzt von den Menschen ihr Geld rauszusackeln. Wir machen das ja alles freiwillig. Es ist wirklich so, dass momentan, Stand heute, wir keinerlei Sponsoren haben, sondern das wirklich, also meine eigene Tasche, die Tasche letztendlich meines Kompagnons, finanziert das Ganze am Start, und wir müssen natürlich die Kosten decken. Uns war auch wichtig, dass die Infrastruktur wirklich auf guten Beinen steht. Und das muss man in professionelle Hände geben. Und da sage ich ja, was nichts kostet, ist nichts wert. Das gehört sich einfach so. Also, man kann mit uns über alles reden. Keiner wird abgewiesen. Einziger Punkt vielleicht noch wichtig: Man muss schon so eine Matura, wird man in Österreich sagen, oder eine Berufs- oder Oberschule jetzt, also irgendwas nachweisen, dass das schon auch eine Hochschulzugangsberechtigung bewirken würde. Das ist uns schon wichtig. Wir haben da nämlich schon hohes akademisches Niveau, und wir haben, was ich eingangs fragte, wer doziert da? Also es gibt schon Professoren, Doktoren, es gibt aber auch Leute, die jetzt keinen Titel hinterhergejagt haben, sondern aber mit Herzblut und mit Expertise eben ihr Fachgebiet vertreten. Das ist ganz kunterbunt gemischt. Und wahrscheinlich haben sie es richtig ausgedrückt. Alles sind es wahrscheinlich Leute, die das freie Denken lieben. Genauso. Ja, super spannend, Professor Ruppert. Vielen Dank für diesen Exkurs im freien Denken. Danke, dass Sie da waren und toi, toi, toi für die Akademie. Vielen Dank auch, ja. Tja, Leute, vielleicht ist das der Ausweg. Alternative Akademien und Schulen, alternative Lernmöglichkeiten, neue Wege, Meinungsfreiheit zu etablieren, wenn auch erstmal nur im geschlossenen Raum. Oder aber es stehen Studenten und Professoren geschlossen auf für freies Denken an freien Universitäten. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.